begrüßen. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir bitte Frau Frauke Korte aus Deutschland. Herzlich willkommen. Sorry, das ist sie doch gar nicht. Das ist die Petra Kusch. Entschuldigung, das kommt davon, wenn man es abliest. Also, noch einmal. Herzlich willkommen, Frau Kusch. So. Wir haben jetzt die jeweiligen Sieger ihrer Altersklasse dabei. Und zwar darf ich begrüßen aus der Altersklasse 1. Das ist die Altersklasse der 9- bis 12-Jährigen. Diese Klasse hat gewonnen die Kathleen Niekamp mit ihrem Shetland Sheepdog. Die Altersklasse 2, das ist die Altersklasse der 13- bis 17-jährigen Jugendlichen, hat gewonnen Mila van Murik mit einem Siberian Husky. Worauf, meine Damen und Herren, kommt es bei diesem Wettbewerb an? Es ist wichtig, dass die Kinder bzw. Jugendlichen demonstrieren, zeigen, wie sie mit den Hunden umgehen, wie fit sie bereit sind im Ausstellen der Hunde. Ich sage ja, Sie haben es vielleicht heute in den regulären Ringen gesehen. Es werden zum Beispiel bestimmte Figuren gelaufen, dass der Richter den Bewegungsablauf des Hundes beurteilt. Und genau das wird die Frau Kusch jetzt auch mit den beiden Teilnehmern machen. Also, einmal die sogenannte Standbeurteilung, die bei der Beurteilung der Hunde ja immer ganz wesentlich ist. Wichtig ist eben, dass der Richter, der den Hund ja beurteilen soll, den Hund auch sieht und nicht den Aussteller. Der Hund muss möglichst gut gestellt werden, nennt man das, dass der also nicht schief und krumm da steht. Das ist jetzt die Begutachtung am Hund. Also ein Richter nimmt den Hund in die Hand. Und jetzt müsste eigentlich die Gangwerkbeurteilung kommen. Haben Sie gerade schon gesehen? So, sehen Sie, Kathleen und Mila, meine Damen und Herren, Ihr Applaus bitte für unsere beiden Juniorhändler. Auch hier wieder ist wichtig, eben darauf zu achten, dass der Hund in der richtigen Geschwindigkeit vorgeführt wird. Der Siberian Husky tritt natürlich ganz anders, sprich hat eine ganz andere Vorführgeschwindigkeit als der kleine Sheltie. Und nochmal einzeln, achten Sie, meine Damen und Herren, keine Figur, sondern Bewegung vom Richter weg auf den Richter wieder zu. Und wieder die Präsentation im Stand. Das Gleiche soll jetzt auch die Mila vorführen mit ihrem Siberian Husky. Weg vom Richter, den Hund aufmerksam machen, hin zum Richter. Und wieder die Standbeurteilung. So, unsere beiden Finalisten der jeweiligen Altersklassen konkurrieren jetzt um den Tagessieg.
Meine Damen und Herren, ich würde so gerne zwei Sieger verkünden, aber das darf ich nicht. Einer hat gewonnen. Und das ist hier und heute die Mila van Moerik auf Platz 1. Herzlichen Glückwunsch!